EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Märchen aus Afrika. Heute, wie die Schildkröte zu ihrer schönen Frau kam. Einmal gingen alle Tiere in den Wald, um Palmnüsse zu ernten. Damals aber lebte in jener Gegend ein Mädchen, das hatte die Pocken. Jedes Mal, wenn sie eine Palmnuss aß, heilte eine der Pocken. Als nun die Tiere aus dem Wald zurückkamen, stellte sich das Mädchen an den Weg. Zuerst kam der Elefant. Das Mädchen sprach ihn an. »Ach, gib mir doch bitte eine Palmnuss zu essen.« Aber der Elefant erwiderte nur, »Weg mit dir, schnell!« Als der Löwe vorbeikam, sagte das Mädchen wieder, »Bitte, Löwe, gib mir doch eine Palmnuss.« Der Löwe aber entgegnete, »Wenn du nicht sofort verschwindest, töte ich dich. Weg!« Und jedes Tier, das vorüberging, antwortete das Gleiche. Als die Tiere vorbeigegangen waren, kroch zuletzt auch noch die Schildkröte heran. Das Mädchen bat auch sie um eine Palmnuss. Da schenkte die Schildkröte dem Mädchen alle ihre Palmnüsse. Nun wurde das Mädchen wieder gesund, und nachdem die Pockennarben verheilt waren, sah das Mädchen wunderschön aus. Bald stellte sich der Elefant ein und wollte das Mädchen heiraten. Doch es wies ihn ab. Auch der Löwe erschien, um es zu heiraten, aber das Mädchen wollte ihn nicht. Alle Tiere versuchten, die Schöne zur Frau zu bekommen, doch das Mädchen nahm keines von ihnen. Als dann aber die Schildkröte fragen kam, willigte es sofort ein, sie zu heiraten. Die anderen Tiere hörten das und wurden darüber sehr zornig. Sie begaben sich zum Vater des Mädchens, um ihn umzustimmen. Der Vater führte sie an einen großen Baum und sprach, »Wer den Baum fällt, soll meine Tochter heiraten.« Alle Tiere versuchten ihr Glück, doch sie schafften es nicht. Ihre Beile zerbrachen. Aber als die Schildkröte es versuchte, da fiel der Baum um. Nun behaupteten die anderen Tiere, »Wir haben diesen Baum gefällt, nicht die Schildkröte.« Da sprach die Schildkröte, »Baum, richte dich auf.« Die Tiere bemühten sich nun noch einmal, den Baum zu fällen, aber vergebens. Sie stellten einen Wächter neben den Baum, der aufpassen sollte, doch die Schildkröte hieb den Baum zum zweiten Mal um. Nun hob der Vater des Mädchens zwei Gruben aus und sagte, »Jedes Tier soll versuchen, diese Gruben mit seinen Tränen zu füllen.« Alle Tiere weinten, doch es gelang ihnen nicht, die Gruben mit ihren Tränen zu füllen. Die Schildkröte aber füllte gleich beide Gruben mit ihren Tränen. So bekam sie das Mädchen zur Frau.